Ja, vielen Dank für die Einführung, meine Damen und Herren. Warum dieses Thema atmosphärische Zirkulation und Klimawandel? Nun, es ist so, wenn das globale Klima einem Wandel unterliegt, geht das zumeist einher mit Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation, die ihrerseits wiederum die Verteilung des Klimawandels beeinflussen, die also dazu beitragen, welche regionale Ausgestaltung ein globaler Klimawandel annimmt. Also die atmosphärische Zirkulation ist ein wesentliches Moment für regionale Unterschiede beim globalen Klimawandel. Und ich möchte das verdeutlichen an einem sehr bekannten Beispiel, nämlich dem wichtigsten Variabilitätsmodus der atmosphärischen Zirkulation im nordatlantisch-europäischen Raum, der sogenannten nordatlantischen Oszillation, die hier gezeigt wird in ihren unterschiedlichen Phasen an zwei herausgegriffenen Einzelmonaten. Einerseits sprechen wir von der positiven Phase der Nordatlantik-Oszillation, wenn wir ein kräftig entwickeltes Islandtief, ein kräftig entwickeltes Azorenhoch haben, also überdurchschnittlicher Luftdruck in rot, unterdurchschnittlicher in blauer Farbe, was zu einer kräftigen Westwindströmung über Europa führt. Und es ist ja weitgehend bekannt, dass damit ein charakteristisches Temperaturverteilungsmuster verbunden ist, also hier an den roten Farben zu sehen, im Winter weitreichend überdurchschnittliche Temperaturen im europäischen Raum, in anderen Erdgegenden dagegen unterschiedliche Temperaturen. Nochmal zurück zu diesem Muster, die negative Phase, bei der sich die Druckverteilung im Extremfall sogar umkehren kann, ist entsprechend mit anderen Temperaturverteilungen verbunden. Und nicht nur die Temperatur ist betroffen, auch der Niederschlag etwa haben wir im Zuge eines Klimawandels damit zu rechnen, dass sich etwa positive Phasen der nordatlantischen Oszillation häufen. So würde das bedeuten, dass im Winter in nördlicheren Regionen Europas unter Tiefdruckeinfluss eine Zunahme von Niederschlägen zu erwarten ist, dagegen im südlicheren Teil, insbesondere in weiten Teilen des Mittelmeerraums, mit rückläufigen Niederschlägen. Insofern spielt das also eine wesentliche Rolle bei der Diskussion der Ausgestaltungen und der Folgewirkungen des Klimawandels. Ich möchte das jetzt an drei verschiedenen Zeitabschnitten mit weiteren Beispielen demonstrieren. Wir gehen einmal zurück in historische Zeiträume, in Zeiträume, als der anthropogene Einfluss auf die Klimaentwicklung noch nicht oder nicht signifikant ausgeprägt war, auf den rezenten Klimawandel, so etwa im 20. Jahrhundert und auch mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung. Historischer Zeitraum ist klimatisch gesehen dadurch geprägt, dass wir zwischen dem mittelalterlichen Wärmeoptimum und dem modernen ab dem 20. Jahrhundert eine Phase mit erkennbar niedrigeren Temperaturen hatten, die sogenannte kleine Eiszeit, und in diese Phase reichen zurück Rekonstruktionen von Druckfeldern auf der Basis von indirekten Indikatoren, die natürlich nicht täglich aufgelöst sind in diesen historischen Zeiträumen, sondern mittlere monatliche Luftdruckfelder darstellen. Die kann man analysieren hinsichtlich der grundlegend bedeutsamsten Zirkulationsmuster, hier für die winterliche Jahreszeit aufgezeigt. Da finden wir erneut ein westliches Strömungsmuster, das so der positiven Phase der Nordatlantik-Oszillation entsprechen würde. Ein weiteres wesentliches ist dieses hier, das durch ein kräftiges, weit nach Westen ausgedehntes Russlandhoch charakterisiert ist, und ein weiteres, das durch ein zyklonales Aktionszentrum im Ostteil des Atlantiks gekennzeichnet ist. Natürlich reichen diese drei grundlegenden Zirkulationsmuster nicht aus, die gesamte Vielgestaltigkeit der atmosphärischen Zirkulation abzubilden. Man kann das weiter differenzieren, zeige ich hier am Beispiel dieses Russland-Hochmusters. Das tritt etwa auch in Subvarianten auf, bei denen hier in Mitteleuropa erkennbar an den blauen Farben noch eher tiefer Druck vorherrscht,
Russland hoch, also noch eher in östlicher Regionen platziert ist, oder wie hier auf der rechten Seite, wo es eben deutlich stärker nach Westen sich ausdehnt. Und was auch sehr wichtig ist, es kann je nach der Positionierung auch mit unterschiedlichen Strömungskomponenten, etwa bei uns in Mitteleuropa, verbunden sein. Hier der obere Fall beinhaltet noch westliche Strömungskomponenten, damit eine andere Luftmassenzufuhr als dieses untere Beispiel, das mit östlichen Komponenten und mit einer ganz anderen Luftmassenzufuhr aus östlichen Regionen verbunden ist. Wenn wir uns die Häufigkeitsentwicklung dieser Varianten anschauen, blicken wir vielleicht hier gleich auf den unteren Teil der Abbildung. Das zeigt uns in blauer Farbe die Häufigkeit dieses Strömungsmuster mit Russland hoch, das mit östlichen Komponenten bei uns in Mitteleuropa verbunden ist, die violette Farbe mit westlichen Komponenten verbunden ist. Und da sehen wir hier einen interessanten Wendepunkt, etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist weitgehend der Zeitraum, der identifiziert wird mit dem Ende dieser sogenannten kleinen Eiszeit, die vorhin auf der einen Abbildung zu sehen war. Und wir sehen, dass nach diesem Wendepunkt bei diesem Zirkulationsmuster mit Russland hoch nur mehr diejenigen Varianten dominiert haben, die noch eine westliche Komponente über Mitteleuropa beinhalten. Während der kühlen Phase der kleinen Eiszeit war das anders. Zum Beispiel hier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben die Subvarianten dominiert, die mit östlichen Komponenten dieses Zirkulationsmusters verbunden waren. Und Ähnliches gilt hier für diesen recht bekannten Zeitraum. Das ist das sogenannte späte Monde-Minimum, eine besonders kalte und trockene Phase in dieser kleinen Eiszeit, die oft auch diskutiert wird im Zusammenhang mit einer verringerten Solaraktivität. Also hier zeigt sich ein identifizierbarer Wandel in den grundlegenden Zirkulationsverhältnissen im Übergang von dieser kleinen Eiszeit zu den moderneren, wärmeren Klimabedingungen. Aber nicht nur die Häufigkeiten dieser Zirkulationsmuster sind betroffen, sondern auch ihre internen Eigenschaften. Das zeige ich hier nur an einem einzigen Beispiel. Ich greife wieder die Westlage heraus in der winterlichen Jahreszeit. Verschiedene Parameter, die Eigenschaften dieser Westwetterlage kennzeichnen, zum Beispiel die Intensität, das können wir verstehen als die Entwicklung des Druckunterschiedes zwischen Azorenhoch und Islandtief, die zeigt eine langfristige Tendenz des Anstiegs, das beginnt hier schon etwa um 1800 bis hinein ins 20. Jahrhundert, dieser langfristige Anstieg, der auch signifikant korreliert ist mit einem Anstieg der Temperaturen, die diese Westwetterlage mit sich bringt. Und das andere Beispiel ist der sogenannte Vorticity-Parameter, die sogenannte Wirbelgröße, die uns sagt, ob ein Strömungsmuster eher zyklonal oder antizyklonal geprägt ist. Positive Werte stehen für zyklonale Prägung. Und hier sehen wir auch einen längerfristigen Trend, der allerdings etwas später einsetzt, so gegen Ende des 19. Jahrhunderts hin zu zyklonaleren, charakteristischen Werten dieses Zirkulationsmusters. Und das ist noch deutlicher korreliert mit einem Anstieg der Niederschlagswerte, die dieses westliche Strömungsmuster mit sich bringt. Ganz kurz noch das Analoge für den Sommer, beispielsweise Monat Juli. Auch hier haben wir Varianten, die eher mit zyklonalem Einfluss als auch mit antizyklonalem Einfluss in Rot geprägt sind. Auch im Sommer gibt es so ein westliches Strömungsmuster, eines mit starkem zyklonalen Aktionszentrum über dem nördlichen Europa. Und es gibt antizyklonale Hochdruckmuster, hier ein atlantischer Hochdruckrücken, ein kontinentaler Hochdruckrücken. Und wenn wir uns hier die zeitliche Entwicklung ansehen, dann erkennen wir auch langfristige Tendenzen, die etwas mit dem Übergang von der kleinen Eiszeit in die moderneren Bedingungen zu tun haben. Zum Beispiel dieses Muster mit atlantischem Hochdruckrücken zeigt also einen langfristigen Anstiegstrend, beginnend schon auch um das Jahr 1800 ins 20. Jahrhundert hinein. Und umgekehrt, das Muster mit zyklonalem Aktionszentrum zeigt einen eher abnehmenden Trend, der vor allem markant wird in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
So, das war ein Beispiel aus den historischen Zeiträumen im Zuge natürlichen Klimawandels. Wir kommen jetzt zur nacheiszeitlichen, nachkleineiszeitlichen Entwicklung. Kurz zur Einordnung, worüber sprechen wir? Diese rezente Erwärmung, die vor allem in zwei Phasen besonders deutlich ausgeprägt war, zwischen 1910 und 1940, zum einen Anstieg der globalen Lufttemperatur und zum zweiten in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Ich bringe als erstes ein Beispiel aus der Südhemisphäre, die ist ja bei der Zirkulationsdynamik auch eine wichtige Komponente und in Betracht zu ziehen. Wir haben hier ein charakteristisches Muster, das sich antarktische Oszillation nennt, deren positive Phase ist hier zu sehen mit niedrigem Kerndruck rings um die Antarktis und einem Gürtel positiver Luftdruckanomalien hier in den Subtropen der Südhemisphäre. Und dieses hemisphärische Zirkulationsmuster unterliegt auch charakteristischen Veränderungen. Das ist hier gezeigt für alle vier Jahreszeiten auf der Südhemisphäre. Insbesondere, wenn wir uns ansehen, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und sie gegenüberstellen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir sehen in der ersten Hälfte, und das trifft auf alle vier Jahreszeiten in ähnlicher Art und Weise zu, eine Dominanz der blauen Farben, in der zweiten Hälfte eine Dominanz der roten Farben. Das bedeutet, wir haben eine Zunahme der positiven Phase dieser antarktischen Oszillation, einhergehend mit einer Intensitätsverstärkung der Westwinddrift, vor allem in den Mittelbreiten, auf der Südhemisphäre. Und von diesem Effekt sind insbesondere die antarktische Halbinsel, der Westteil der Antarktis, regional gesprochen, besonders betroffen. Gehen wir jetzt auf die Nordhemisphäre und schauen wir uns hier nicht das hemisphärische Gegenstück, die arktische Oszillation an, sondern das Ganze eher fokussiert auf den nordatlantisch-europäischen Raum. Dann sind wir wieder bei der nordatlantischen Oszillation, die wir eingangs schon besprochen hatten. Hier nochmal als Muster dargestellt in der positiven Phase mit kräftigem Islandtief und kräftigem Azorenhoch. Und diese Entwicklung ist eigentlich weitgehend bekannt. Was hier vor allem heraussticht, ist eben dieser starke Anstiegstrend von den 1960er in die 1990er Jahre, der seinerzeit auch stark diskutiert wurde, ob es denn ein Indikator der globalen Erwärmung, des globalen Klimawandels ist. Das wurde seinerzeit sehr kontrovers diskutiert. Mittlerweile haben wir aber gesehen, dass diese Nordatlantik-Oszillation auch wieder abgenommen hat, bis in die jüngere Zeit hinein. Und wenn wir uns ein anderes Bild ansehen, dass das Ganze auch nochmal in den historischen Kontext stellt, also 500 Jahre zurückgeht, da sehen wir, dass zwar dieser Anstieg nach wie vor sehr markant ausgebildet ist, er aber trotz alledem nicht die Bandbreite der Gesamtschwankung dieses halben Jahrtausends bisher gesprengt hat. Nun möchte ich noch ein wichtiges Beispiel bringen, das nicht unsere mitteleuropäische Raum anbelangt, sondern den Mittelmeerraum und dort bezogen auf die Niederschläge. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war dort gekennzeichnet durch Niederschlagsrückgänge, vor allem in der Winterjahreszeit, wie hier an den braun-roten Farben erkennbar ist. Lediglich Teile im Südosten des Mittelmeerraums hatten leichte Niederschlagszunahmen, die aber statistisch nicht signifikant waren. Auch das lässt sich mit Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation in Zusammenhang bringen. Es gibt ein Muster, das nennt sich mediterrane Oszillation, gekennzeichnet durch einen Gegensatz zwischen dem westlich-zentralen Raum und dem östlichen Mittelmeerraum, hier an diesem Zirkulationsmuster erkennbar. Hochdruckeinfluss im westlich-zentralen Raum, Tiefdruckeinfluss im östlichen Raum und dem entspricht ein Niederschlagsverteilungsmuster, rot Defizite, blau Überschüsse beim Niederschlag, das sehr stark ähnelt dieser Trendkarte von der letzten Folie mit der allgemeinen Niederschlagsentwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und diese mediterrane Oszillation ist nicht ein eigenständiger Modus der Zirkulationsvariabilität, sie ist ihrerseits sehr stark korreliert
mit der nordatlantischen Oszillation. Sie ist gewissermaßen eine regionale Ausprägung im Mittelmeerraum dieses großräumigen nordatlantisch-europäischen Zirkulationsmusters. Dass also hier im Mittelmeerraum eine ganz andere klimatische Entwicklung induziert hat, als wir in Mitteleuropa sie mit den bekannten Veränderungen der nordatlantischen Oszillation in Zusammenhang bringen. Das wird jetzt hier auch bestätigt, dass diese mediterrane Oszillation ebenfalls eine stärkere Verschiebung hin zu der positiven Phase erlebt hat, von stärker negativen Werten in früheren Jahrzehnten zu der Dominanz der positiven Phase in jüngeren Jahrzehnten. Nun kommen wir wieder zurück zum Großraum Nordatlantik Europa, jetzt nicht wie vorhin im historischen Zeitraum auf der Basis monatlich gemittelter Luftdruckfelder, sondern täglich aufgelöster Luftdruckfelder. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes sind die auch zurückrekonstruiert worden bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf dieser Basis ist von uns eine fortgeschrittene Clusterklassifikation entwickelt worden von meinem Kollegen Andreas Philipp. Daraus haben sich beispielhaft für die Winterjahreszeit 9 verschiedene Zirkulationsmuster ergeben, die hier durch ihre Cluster-Zentroide repräsentiert werden. Was wir hier sehen, ist wieder ein Muster mit kräftigem Russlandhoch, das sich auch weit nach Westen ausdehnt. Hier sehen Sie die zugehörige Temperaturverteilung, blau negative Anomalien, gelb positive Anomalien, das entspricht also diesen Strömungsverhältnissen. Und wie ist die zeitliche Entwicklung dieses Zirkulationsmusters, sagen wir grob in den letzten 150 Jahren. Diese blauen Balken geben die jahreszeitliche Häufigkeit dieses Zirkulationsmusters wieder. In Rot sehen wir die standardisierten kumulativen Anomalien und in Grün den langfristigen Trend, der hier statistisch signifikant ist und eine Abnahme in der Häufigkeit dieses Zirkulationsmusters wiedergibt, in Übereinstimmung mit der allgemeinen Temperaturentwicklung, auf die ich ja hingewiesen hatte. Bei den zonalen westlichen Strömungsmustern haben wir hier jetzt 3 verschiedene Kandidaten, die Sie in den Druckfeldern auf der linken Seite sehen. Rechts haben wir die zugehörige Temperaturverteilung, die bei allen hier im mitteleuropäischen Raum positive Temperaturanomalien beinhaltet. Diese 3 westlichen Strömungsmuster unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, wo das Tiefdruckaktionszentrum liegt. Das ist hier oben im isländischen Raum und verschiebt sich hier zunehmend in südöstlichere Positionen. Schauen wir uns die zeitliche Entwicklung dieser 3 westlichen Strömungsmuster an, dann sehen wir, dass alles vorkommt. Also es kommt vor, dass überhaupt kein langfristiger Trend ausgebildet ist. Allerdings in den letzten 3 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist eine Aufwärtsentwicklung zu erkennen, die wir bei der Nordatlantik-Oszillation auch schon gesehen haben. Dieses Muster hier zeigt nur in der Tendenz einen leichten Anstieg, der aber insignifikant ist. Hier in der Mitte dagegen haben wir ein Muster, das einen signifikanten Anstiegstrend beinhaltet. Und das Interessante ist nun, diese beiden Zirkulationsmuster hier, die werden noch in anderem Zusammenhang mit winterlichen Starkniederschlägen zu diskutieren sein. Das zeigt diese Abbildung. Sie gibt wieder die Anteile dieser Zirkulationsmuster einerseits in Rot an den normalen Niederschlagstagen und in Blau ihr Anteil an Starkniederschlagstagen oberhalb des 95%-Perzentils. Und da fallen genau 2 heraus, die einen wesentlich höheren Anteil an diesen winterlichen Starkniederschlägen haben. Darunter ist eines dasjenige, das vorhin diesen signifikanten Anstiegstrend in der Häufigkeit gezeigt hat. Auch hier gilt jetzt das Gleiche wie schon im historischen Teil besprochen. Wir haben nicht nur diese Häufigkeitsveränderungen, sondern auch Veränderungen der internen Charakteristik dieser Zirkulationsmuster. Von Phil Jones und Mitarbeiter ist dazu zu den gleichen Mustern eine sehr interessante Untersuchung vorgelegt worden. Diese winterlichen Zirkulationsmuster haben sich folgendermaßen in der internen Charakteristik verändert. Fast alle von ihnen sind mit höheren Temperaturen verbunden, was nicht verwundert angesichts der globalen Erwärmung. 2 von ihnen sind feuchter geworden, das heißt bringen
höhere Niederschlagsraten, zwei andere sind trockener geworden. Wenn wir uns das anschauen, welche es sind, diese beiden sind diejenigen mit höheren Niederschlagsraten. Wir erkennen genau zwei dieser westlichen Strömungsmuster, darunter eines, was auch den langfristigen Anstiegstrend beinhaltet hat. Und diejenigen, die trockener geworden sind, das ist hier wiederum das eingangs erwähnte mit rückläufiger Häufigkeit und starkem Russlandhoch und ein weiteres, was nicht ganz so markant ausgebildet ist, aber im Großen und Ganzen eine ähnliche Anordnung der Luftdruckverteilungen zeigt. Und schauen wir uns das noch für die Sommerjahreszeit an. Da haben wir drei Zirkulationsmuster, die durch zyklonale Aktionszentren hier in Blau im nördlicheren Europa gekennzeichnet sind. Und hier sind zwei vertreten, die allerdings unterschiedliche Häufigkeitstrends aufweisen. Das obere zeigt einen abnehmenden, signifikanten Trend. Hier in der Mitte tut sich langfristig nicht viel. Das untere zeigt einen signifikant ansteigenden Häufigkeitstrend. Jetzt ist wiederum interessant, dass diese beiden Muster hier, also insbesondere das mit ansteigendem Trend, auch wieder unter denjenigen ist, die einen überdurchschnittlichen Anteil, in dem Fall jetzt an den sommerlichen Starkniederschlägen, mit sich bringen. Also haben wir hier auch eine charakteristische Kopplung zwischen klimatischer und zirkulationsdynamischer Entwicklung. Dann noch zu den Temperaturkopplungen. Das ist ein Hochdruckrückenmuster, das mit stark kräftigen positiven Temperaturanomalien in Mitteleuropa verbunden ist, im Sommer allerdings mit keinem signifikanten Anstiegstrend. Und ein weiteres Muster, wo die überdurchschnittlichen Temperaturen eher im westlichen Teil Europas ausgebildet sind, allerdings auch nur mit einer Tendenz des Anstiegs ohne statistische Signifikanz. Auch hier gilt, interne Veränderungen treten auf. Interessanterweise sind es im Sommer nicht alle Muster, die durch Temperaturerhöhung gekennzeichnet sind, nur etwa die Hälfte davon und jeweils eines mit höheren, eines mit niedrigeren Niederschlagsraten. Das sind diejenigen, die wärmer geworden sind. Darunter finden wir sowohl solche mit Hochdruckrücken als auch solche mit zyklonalem Aktionszentrum. Höhere Niederschlagsraten bringt genau dieses Muster, was wir vorhin gesehen haben, als dasjenige, das einen höheren Anteil an den Starkniederschlagsereignissen mit sich bringt. Und das trockener gewordene Muster ist eines unter denjenigen, was mit Hochdruckkeilen Richtung Mitteleuropa verbunden ist. So, dann darf ich abschließend noch einen Blick auf die zukünftige Entwicklung werfen, basierend auf den bekannten Szenarien der künftigen Entwicklung. Beginnen wir wieder mit dem Nordatlantischen Oszillationsindex. Er wird hier gezeigt für drei verschiedene Szenarien. Das sind noch die etwas älteren Szenarien gegenüber den jetzt jüngst verwendeten im letzten IPCC-Report. B1 in blauer Farbe ist ein mäßiges Emissionsszenario, A1b in rot ein mittleres und A2 in grün ein betonstarkes Emissionsszenario. Und die zukünftige Entwicklung auf der Basis von Simulationen mit dem Hamburger Klimamodell zeigt einen gewissen Anstieg dieser Nordatlantik-Oszillation. Allerdings bleibt er für die beiden mäßigeren Emissionsszenarien noch am Rande einer statistischen Signifikanz. Erst mit dem stärkeren Emissionsszenario wird diese Signifikanzgrenze deutlich überschritten. Erweitern wir das über die NAO hinaus auf andere Zirkulationsmuster. Das ist hier eine Untersuchung von meinem Kollegen Heiko Päth auf der Universität Würzburg. Die sogenannte SAM, das ist eine andere Bezeichnung für das, was wir vorhin als antarktische Oszillation gesehen haben, Südhemisphäre. NPI ist der Nordpazifik-Index, der gibt im Wesentlichen die Entwicklung des Aleutentiefs wieder. Das ist das Gegenstück zum Islandtief im atlantischen Raum. Die NAM ist das, was wir als nordhemisphärisches Gegenstück zur antarktischen Oszillation begreifen können, also die hemisphärische arktische Oszillation und die Nordatlantik-Oszillation.
was wir hier für die zukünftige Entwicklung wieder für diese drei unterschiedlichen Szenarien sehen. Die unterscheiden sich dann letztlich im Ausmaß, in der Amplitude der Veränderung. Die Botschaft ist aber im Wesentlichen die gleiche. Hier in Hellbau, in Hellblau, das Aliudentief vertieft sich, intensiviert sich, bedeutet also auch eine Zirkulationsverstärkung im pazifischen Raum. Und auf der atlantischen Seite unserer Hemisphäre sehen wir, dass der Effekt bei der Nordatlantik-Oszillation geringer ist als für die hemisphärische arktische Oszillation. Und am deutlichsten ist das Änderungssignal für die antarktische Oszillation auf der Südhemisphäre. Jetzt ist allerdings interessant an dieser Untersuchung, dass es für diese gezeigten zeitlichen Veränderungen unterschiedliche Einflussmomente gibt. Eine große Rolle dabei spielt auch die Modellunsicherheit. Also es sind hier eine Vielzahl von Modellen und von Modellläufen verwendet worden, die auch teilweise unterschiedliche Ergebnisse erbringen. Deren Differenz macht den Anteil der Modellunsicherheit aus. Der ist hier wieder gegeben durch die blauen Farben. Und wir sehen, dass gerade im pazifischen Raum die Modellunsicherheit den größten Anteil an dieser projizierten Zukunftsänderung beinhaltet. Wir haben zum Zweiten Unterschiede in der zeitlichen Antwort auf die vorgegebenen Antriebssignale, die betreffen die Zeitposition, die Zeitskala und die Amplitude der Änderungen. Das spielt also hier auch eine gewisse Rolle. Dann spielt aber eine große Rolle die interne Variabilität. Das Klimasystem und auch die Modelle, die es simulieren, beinhalten eine interne Variabilität, zum Beispiel von Jahr zu Jahr, die auch völlig unabhängig von langfristigeren Änderungssignalen auftritt. Das ist hier gezeigt für Zeitskalen von einem bis 30 Jahren. Bei den kurzen Zeitskalen dominiert in Weiß, das ist hier das, was nicht eingefärbt ist, das Weiße ist die interne Variabilität, die auf diesen kurzen Zeitskalen vollkommen dominiert. Bei den längeren Zeitskalen, bis 30 Jahren, kommen dann die anderen Komponenten stärker zum Tragen. Und dann haben wir eben in Rot derjenige Teil, der tatsächlich auf den verstärkten Treibhauseffekt zurückzuführen ist, in dieser Zirkulationsveränderung. Und wenn wir uns das anschauen, im Pazifikraum dominiert die Modellunsicherheit. Bei der Nordatlantik-Oszillation dominiert die interne Variabilität, selbst auf den größeren Zeitskalen von 20 und 30 Jahren. Bei den hemisphärischen Mustern, hier haben wir die arktische Oszillation, da wird dann ein deutlicherer Teil der anthropogenen Klimaerwärmung sichtbar und wiederum, wie vorhin auch schon mal, das klarste und das deutlichste Signal ist bei der antarktischen Oszillation ausgebildet. Hier nimmt dann auch der anthropogene Anteil der Veränderung den größten relativen Erklärungsanteil aus. Die beiden möchte ich hier mal überspringen und stattdessen noch ein interessantes Beispiel bringen, das am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung entwickelt worden ist. Eine charakteristische Zirkulationsänderung, die einhergeht mit dem Schwund des arktischen Meereises im Bereich Barents und Karasee. Die Kollegen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben herausbekommen, dass dadurch eine Zirkulationsänderung induziert werden kann, folgendermaßen. Wir sehen hier die Verhältnisse, bei denen das Arktis-Eis nur vergleichsweise wenig rückgeschmolzen ist, 80-100% Eisbedeckung. Hier in der Mitte ein stärkerer Rückgang auf 40-80%, ganz rechts dann ein starkes Rückschmelzen, 40-1%. Nun, die gelben Farben sind Hochdruckanomalien, die blauen Farben Tiefdruckanomalien, wie gewohnt. Und wir sehen hier eine Umstellung der Gestalt, dass die übliche Verteilung mit den polaren Tiefdruckanomalien und den subtropischen Hochdruckanomalien bei stärkerem Rückschmelzen abgelöst wird von ihrem Gegenteil. Das heißt, wir bekommen Hochdruckanomalien im polaren Raum und die lösen interessanterweise eine verstärkte Häufigkeit von östlichen Strömungskomponenten im Winter aus, die in Zusammenhang gesehen werden können mit der größeren Häufigkeit schneereicher oder kühlerer Winter, die wir in den letzten
10 bis 12 Jahren in Mitteleuropa beobachten konnten. Jetzt ist aber interessant, dass dieser Zusammenhang nicht symmetrisch oder linear ist, nämlich bei noch stärkerem Rückschmelzen des arktischen Meereises bleibt nicht dieses invertierte Verteilungsmuster enthalten, sondern umgekehrt, es switcht wieder zurück in den ursprünglichen Zustand, sodass also diese Zirkulationsanomalie nach den Untersuchungen der Potsdamer Forscher tatsächlich in einem Zwischenbereich des rückschmelzenden Arktiseises maßgeblich sein könnte. So, dann von den Kollegen Gerstengabe und Werner noch einige Veränderungen in der zukünftigen Zirkulation basierend auf den bekannten Hess-Brezovskischen Großwetterlagen, hier gezeigt für die winterliche Jahreszeit, in dem Fall jetzt nur bis Mitte des 21. Jahrhunderts. Wir sehen für die zyklonale Westwetterlage einen Anstieg, der sich hier so im Rahmen von 10% bewegt. Für antizyklonale Wetterlagen hoch über Mitteleuropa, Hochdruckbrücke über Mitteleuropa, ist das Gegenteil zu erkennen, eine Abnahme um etwa 10%. Und in der sommerlichen Jahreszeit die gleichen Großwetterlagen betrachtet mit einem umgekehrten Bild, Rückgang der westlich-zonalen Lage, wobei hier eine andere Skalierung auf der Y-Achse ist, das sind also nur so um die 5-6%. Und umgekehrt ein Anstieg in den antizyklonalen Wetterlagen. Das kann man abschließend auch mit einer Modellsimulation noch einmal verdeutlichen. Hier eine etwas ältere Version des britischen Klimamodells Hadley Center auf Basis des mittleren Emissionsszenarios. Wir haben Folgendes gemacht, die grundlegenden Zirkulationsmuster, die sich aus diesen Modellsimulationen ergeben, gegenübergestellt in ihrer Häufigkeit zwischen erstem und letztem Jahrzehnt im 21. Jahrhundert. Das wären hier die grundlegenden Zirkulationsmuster in der mittleren Troposphäre in der Sommerjahreszeit und jetzt die zugehörigen Zeitkoeffizienten. Hier links das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, rechts das letzte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Wir sehen unterschiedliche Entwicklungen. Hier oben etwa tut sich nichts, kein signifikanter Unterschied, das gibt es auch. Dieses zweite Muster ist aber durch eine Abnahme geprägt und das ist eines, was hier zyklonalen Einfluss in Blau bis Mitteleuropa erstreckt. Dieses untere Muster ist durch signifikante Zunahme geprägt, das ist eines mit kräftigen Hochdruckrücken bis in den nordeuropäischen Raum. Und das Ganze in der winterlichen Jahreszeit. Hier haben wir bei dem oben gezeigten Muster eine Zunahme im Laufe des 21. Jahrhunderts. Das ist eines, was die positive Phase der NAU beinhaltet und hier nahezu invertiert die negative Phase der Nordatlantik-Oszillation, die mit einer Abnahme gekennzeichnet ist, sodass wir all dies zusammenfassen können, die mutmaßlichen Zirkulationsänderungen bei Fortgang der globalen Erwärmung lassen sich beschreiben im Winter durch häufigere positive Phasen der Nordatlantik-Oszillation, seltenere negative Phasen, wobei man aber dazu sagen muss, dass dieses Veränderungssignal der nordatlantischen Oszillation relativ schwach ausgebildet ist, wesentlich schwächer als bei der hemisphärischen arktischen und der südhemisphärisch-antarktischen Oszillation. Es kommt eigentlich erst bei kräftigeren Emissionsszenarien in den wirklich signifikanten Bereich. Der Sommer dagegen durch eine Umverteilung gekennzeichnet ist mit häufigeren antizyklonalen und selteneren zyklonalen Wetterlagen. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Jakobait, für diesen interessanten Überblick, der vor allen Dingen auch von der Skaligkeit interessant war, die Sie dort zusammengezogen haben. Und selbstverständlich steht der Vortrag jetzt zur Diskussion. Christian, wenn Sie am Mikrofon bleiben, weil sonst können die Übersetzer nichts machen. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage bezüglich der Gültigkeit von Vorstellungen, die wir haben, was die atmosphärischen Muster anbelangt, aus der Jetztzeit, Übertragung in die Zukunft.
wenn Sie eine Veränderung des nordatlantischen Index haben, bis plus 2 oder so, wie es ja bei dem A2-Szenario vorgekommen ist, können wir dann unsere Vorstellung, die wir normalerweise mit dem Wetter bei hohen Westwindanteil haben, jetzt regional noch ausgehen, dass diese Beziehungen aufrechterhalten bleiben, oder ändern sich die Muster dann nicht in einer Form, dass die typischen, zum Beispiel statistischen Downscaling-Verfahren, die ja auf ähnlichen Grundideen aufbauen, dann in prinzipielle Schwierigkeiten geraten, die ja versucht werden, meistens mit neuen Wetterlagen, die dann zusätzlich definiert werden, zu umgehen? Also das sind natürlich zwei verschiedene Fragen in einem zusammengefasst. Das eine bezieht sich auf Downscaling, dynamisches oder statistisches Downscaling, und das andere ganz generell auf die Änderung der Zirkulationsdynamik. Das, was ich hier jetzt am Schluss gezeigt habe, sind ja statistische Analysen auf der Basis von Output von globalen Klimamodellen. Da ist also gar kein Downscaling-Schritt drin beteiligt gewesen. Und von daher kann man sagen, in dem Fall sind es auch auf der globalen oder hemisphärischen Skala keine neuartigen Zirkulationsmuster, die sich da abgezeichnet haben. Das könnte natürlich im Zuge von dynamischem oder statistischem Downscaling durchaus der Fall sein. Aber insgesamt haben wir Möglichkeiten, diese kritische Frage, die Sie angesprochen haben, sind die Muster und ihre Bezüge, ihre Zusammenhänge auch in der Zukunft unter veränderten Randbedingungen ähnliche wie heutzutage, die gehen wir mit verschiedenen Methoden an. Zum einen eben, dass man nicht nur Häufigkeitsverschiebungen betrachtet, sondern wie mehrfach im Vortrag auch gezeigt, die internen Veränderungen, nicht nur wie sich die Niederschlags- oder Temperaturcharakteristika verändern, sondern wie sich auch dynamische Eigenschaften wie Wirbelgröße, Intensität, Druckgradienten etc. ändern. Und zum Zweiten, da bin ich jetzt in diesem Vortrag nicht drauf eingegangen, dass man sich gezielt kümmert um Instationaritäten in der Beziehung zwischen großräumigen Strömungsmustern und regionalen oder sogar lokalen Klimaauswirkungen. Und wenn man in den heutigen Zeiträumen solche Instationaritäten identifizieren kann und sie auch mit verschiedenen Mustern und verschiedenen Zusammenhängen zusammenbringen kann, dann hat man die Möglichkeit, auch das Spektrum in der Zukunftsprojektion angemessener auszugestalten. Also nach meinen Erfahrungen erleben wir doch seit 5-6 Jahren eine verstärkte Zirkulation, die mehr in Nord-Süd- oder Süd-Nord-Strömungen mündet. Sodass also der, ich will das jetzt nicht am NOAA festmachen, wie kann man das in Einklang bringen zu dem, was Sie vorhersagen? Wir haben große Abweichungen gehabt der Temperaturen, sei es Russland, Hitzewellen, bei uns milde Winter, dann mal wieder ein kalter Winter in den USA. Also die Zirkulation geht nicht mehr, was weiß ich, Westwinde zu dominieren, sondern mehr meinetwegen Nord-Südwinde. Aber das sind erst seit 5-6 Jahren. Ja. Ist das in Einklang zu bringen mit dem, was Sie sagen? Ja, ich denke schon, denn wir haben ja gesehen, dass dieser positive Trend in der Nordatlantik-Oszillation war vor allem ausgeprägt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Das ist ja auch wieder rückläufig gewesen. Wir sind also bei diesem Index, der uns eher so die Dominanz der Westwetterlagen beschreibt, in Nähe der langfristigen Mittelwerte, also nicht mehr in dieser kräftig positiven Phase wie Anfang der 90er Jahre. Das bedeutet umgekehrt, dass wir natürlich auch eine größere Häufigkeit von meridionalen Strömungssituationen haben. Das entspricht dem, was Sie mit den Nord-Süd-Komponenten ansprechen. Und Sie haben das jetzt auch noch in Zusammenhang gebracht mit ausgeprägten Witterungsanomalien, sowohl im Sommer wie im Winter, Temperaturen wie Niederschläge ansprechen, und die stehen offensichtlich eben auch im Zusammenhang mit einer stärkeren Häufigkeit meridionaler Situationen. Auch da gibt es aus dem Potsdam-Institut sehr interessante Untersuchungen, dass bei den Wellenzahlen 6 bis 8 eine deutliche Zunahme mit quasi resonanten Effekten festzustellen ist, und die lässt sich mit diesen angesprochenen Witterungsanomalien auch sehr gut in Zusammenhang bringen.
Was jetzt der Link wieder zu der längerfristigen Entwicklung anbelangt, wir haben ja gesehen, auch im 20. Jahrhundert war die globale Erwärmung nicht eine Angelegenheit eines kontinuierlichen Aufwärtstrends, sondern das Ganze ist immer in unterschiedliche Subphasen unterteilt. Also gewissermaßen Hauptphasen der globalen Erwärmung, die zwei habe ich gezeigt im 20. Jahrhundert, die unterbrochen sind von anderen Phasen, wo dieser Trend stagniert, sich teilweise sogar rückläufig entwickeln kann. Wir erleben ja auch die sogenannte Atempause in der globalen Erwärmung mit einer Stagnation dieses Aufwärtstrends, zumindest was die Lufttemperaturen anbelangt. Ozean sieht es wieder anders aus. Und interessanterweise beinhalten ja auch die Klimamodelle in den zukünftigen Projektionen immer wieder einzelne Dekaden, die nicht an diesem langfristigen generellen Trend teilnehmen, sondern eine derartige Unterbrechung auf dekadischer Zeitskala beinhalten. Also insofern passt das durchaus in das gesamtdynamische Entwicklungsbild.